Seid gegrüßt, Leute. Wir beschäftigen uns heute mit dem Niedergang der Linken. Und ihr seht es wahrscheinlich, ich habe heute einen Gast dabei. Der heißt Seller und er hat einen eigenen YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Naja, vor 50 Jahren war die Linke in Westeuropa noch sehr stark. Sie bestimmte quasi die Wirtschaftspolitik. Es gab sogar in einigen Ländern wie Frankreich oder Italien starke kommunistische Parteien. Und auch in Deutschland stiegen die Reallöhne so schnell wie die Produktivität. Das Wirtschaftswachstum war hoch, es herrschte Vollbeschäftigung und Ende der 60er Jahre konnte sogar ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz verabschiedet werden, wo quasi eine sozialdemokratische Politik als Status quo festgeschrieben wurde. Aber das hat sich mittlerweile geändert. Die Linke beschäftigt sich nicht mehr damit, die wirtschaftlichen Verhältnisse der breiten Masse zu verbessern, sondern Parteien wie die Grünen oder die SPD und auch die Linkspartei beschäftigen sich heute mit anderen Themen. Was ist dir denn in dieser Beziehung aufgefallen, Sella? Ja, also Also mir mir ist ist aufgefallen, aufgefallen, erstmal erstmal einen einen schönen schönen Gruß, Gruß, dass dass sich sich die die Linke Linke eher mit Identitätspolitik Identitätspolitik beschäftigt, beschäftigt, als als um um die die Interessen Interessen der der breiten breiten Masse, Masse, sage sage ich ich jetzt jetzt einfach einfach mal. mal. Die Die jüngste jüngste Debatte Debatte um um Hogwarts Hogwarts Legacy Legacy ist ist ein ein gutes gutes Beispiel Beispiel dafür, dafür, in in der der Autorin Autorin der der Harry Harry Potter-Bücher Potter-Bücher J.K. J.K. Rowling Rowling Transfeindlichkeit Transfeindlichkeit vorgeworfen vorgeworfen wurde. wurde. Und Und ja, ja, und und da da sieht sieht man man halt halt sehr sehr gut, gut, wie wie solche solche Debatten Debatten eben eben auf auf Nebenkriegsschauplätze Nebenkriegsschauplätze verlagert verlagert werden werden und und ja, ja, die die breite breite Masse Masse gar gar nicht nicht mehr mehr zählt zählt und und man man lieber, lieber, wie wie ich ich eben eben schon schon gesagt gesagt habe, habe, Identitätspolitik. 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 Genau, Genau, und und ja, ja, das das ist ist eine eine sehr sehr gute gute Frage. Frage. Ja, Ja, ihr ihr wurde wurde quasi, quasi, also also ne, ne, die die meisten meisten oder oder viele viele kennen kennen J.K. J.K. Rowling, Rowling, sie sie hat hat die die Harry Harry Potter-Bücher Potter-Bücher geschrieben, geschrieben, die die wurden wurden natürlich natürlich schon schon verfilmt verfilmt und und jetzt jetzt gab gab es es ein ein Spiel. Spiel. Tatsächlich Tatsächlich war war Rowling, Rowling, soweit soweit ich ich das das mitbekommen mitbekommen habe, habe, nicht nicht wirklich wirklich am am Entwicklungsprozess Entwicklungsprozess beteiligt. beteiligt. Trotzdem Trotzdem wird wird aufgrund aufgrund ja, ja, ihrer ihrer Vorlage, Vorlage, sag sag ich ich mal, mal, durch durch die die Bücher, Bücher, ne, ne, wird wird sie sie mit mit dem dem Spiel Spiel in in Verbindung Verbindung gebracht. gebracht. Und Und ja, ja, Transfeindlichkeit Transfeindlichkeit bedeutet bedeutet quasi, quasi, dass dass eben eben Leute, Leute, die die sich sich als als Transmenschen Transmenschen identifizieren, identifizieren, sie sie irgendwie irgendwie ja, ja, durch durch Tweets Tweets auf auf Twitter Twitter wohl wohl diskreditiert diskreditiert hat hat oder oder feindlich feindlich gegenüber gegenüber diesen diesen Leuten Leuten gestellt gestellt sein sein soll. soll. Ich Ich blicke blicke da da tatsächlich tatsächlich nicht nicht so so wirklich wirklich durch. durch. Ja, Ja, dazu dazu muss muss man man sagen, sagen, diese diese Vorwürfe Vorwürfe sind sind komplett komplett aus aus der der Luft Luft gegriffen. gegriffen. Das Das erinnert erinnert einen einen eher eher an an Religionsstreitigkeiten Religionsstreitigkeiten aus aus dem dem Mittelalter, Mittelalter, wo wo irgendjemand irgendjemand meint, meint, dass dass der der andere andere die die Bibel Bibel falsch falsch interpretiert interpretiert habe habe und und man man ihn ihn deswegen deswegen auf auf keinen keinen Fall Fall mehr mehr anhören anhören sollte. sollte. Das Das hat hat mit mit der der Realität Realität nichts nichts zu zu tun. tun. Und Und jetzt jetzt kann kann man man sich sich die die Frage Frage stellen. stellen. Vor Vor 50 50 Jahren, Jahren, in in den den 60ern, 60ern, 70ern 70ern beschäftigte beschäftigte sich sich die die Linke Linke noch noch damit, damit, die die wirtschaftlichen wirtschaftlichen Verhältnisse Verhältnisse der der Mehrheit Mehrheit zu zu verbessern. verbessern. Für Für steigende steigende Löhne Löhne zu zu sorgen, sorgen, das das Sozialsystem Sozialsystem auszubauen. auszubauen. Mittlerweile Mittlerweile macht macht sie sie das das nicht nicht mehr. mehr. Wie Wie konnte konnte das das überhaupt überhaupt passieren? passieren? Welche Welche historischen historischen Entwicklungen Entwicklungen haben haben dazu dazu geführt, geführt, dass dass die die Linke Linke so so von von sich sich von von ihrer ihrer eigentlichen eigentlichen Kernklientel Kernklientel entfernt entfernt hat hat und und jetzt jetzt irgendwelche irgendwelche seltsamen seltsamen symbolpolitischen symbolpolitischen Kämpfe Kämpfe ausfechtet? ausfechtet? Hast Hast du du da da schon schon Informationen Informationen zu? zu? Ja, Ja, also also um um das das mal mal aus aus einem einem Essay Essay zu zu zitieren zitieren von von Hauke Hauke Ritz Ritz an an dieser dieser Stelle: Stelle: Die Die späten späten 40er40er und und 50er 50er Jahre Jahre waren waren davon davon bestimmt, bestimmt, dass dass der der Liberalismus Liberalismus nach nach einer einer langen langen Phase Phase der der Hegemonie Hegemonie in in einer einer Schwächeperiode Schwächeperiode eingetreten eingetreten war. war. Die Die vorausgegangenen vorausgegangenen lange lange liberale liberale Epoche Epoche begann begann bereits bereits in in der der Mitte Mitte des des 19. 19. Jahrhunderts Jahrhunderts und und endete endete zunächst zunächst mit mit dem dem Ersten Ersten Weltkrieg. Weltkrieg. Nach Nach dem dem Krieg Krieg gab gab es es allerdings allerdings zahlreiche zahlreiche Versuche Versuche zur zur Wiederbelebung Wiederbelebung einer einer liberalen liberalen Weltordnung. Weltordnung. Versuche, Versuche, die die erst erst mit mit der der Weltwirtschaftskrise Weltwirtschaftskrise 1929 1929 an an ihr ihr vorläufiges vorläufiges Ende Ende gelangten. gelangten. Im Im Zuge Zuge dieser dieser langen langen liberalen liberalen Ära Ära von von der der Mitte Mitte des des 19. 19. Jahrhunderts Jahrhunderts bis bis zur zur großen großen Depression Depression von von 1929 1929 war, war, ist ist bereits bereits zu zu einer einer ersten ersten Phase Phase der der Globalisierung Globalisierung gekommen. gekommen. Diese Diese erste erste Phase Phase internationaler internationaler Wirtschaftsverflechtungen Wirtschaftsverflechtungen war war so so intensiv, intensiv, dass dass er er auf auf dem, dem, dass dass der der auf auf ihrem ihrem Höhepunkt Höhepunkt 1913 1913 erzielte erzielte Handelsumsatz Handelsumsatz so so groß groß gewesen gewesen ist, ist, wie wie er er erst erst Anfang Anfang der der 70er 70er Jahre Jahre wieder wieder erreicht erreicht wurde. wurde. Ja, Ja, und und gerade gerade weil weil der der Liberalismus Liberalismus im im 19. 19. und und 20. 20. Jahrhundert Jahrhundert großen großen Einfluss Einfluss besaß, besaß, macht macht man man ihn ihn halt halt auch auch für für den den Ausbruch Ausbruch zweier zweier Weltkriege Weltkriege mitverantwortlich. mitverantwortlich. Schließlich Schließlich hatte hatte ja ja die die Konkurrenz Konkurrenz imperialer imperialer Mächte Mächte zum zum Ausbruch Ausbruch des des Ersten Ersten Weltkriegs Weltkriegs geführt. geführt. Ne? Ne? Man Man erinnert erinnert sich sich an, an, wie wie hieß hieß er er noch? noch? Paul Paul von von Hindenburg, Hindenburg, ne? ne? Ja, Ja, der der Liberalismus Liberalismus war war nach nach dem dem Zweiten Zweiten Weltkrieg Weltkrieg auf auf jeden jeden Fall Fall die die hegemoniale hegemoniale Ideologie, Ideologie, aber aber erschien erschien gegenüber gegenüber dem dem Sozialismus, Sozialismus, und und da da war war nun nun mal mal der der Sozialismus Sozialismus sowjetischer sowjetischer prägend, prägend, tonangebend, tonangebend, eher eher rückschrittlich. rückschrittlich. Und Und jetzt jetzt musste musste man man einen einen Weg Weg finden, finden, um um den den Liberalismus Liberalismus wieder wieder zu zu dem dem neuen neuen innovativen innovativen Projekt Projekt zu zu machen, machen, das das er er eigentlich eigentlich nicht nicht war. war. Denn Denn
viele Intellektuelle und auch viele gesellschaftliche Gruppen in Westeuropa tendierten tatsächlich zum Sozialismus. Es gab in Frankreich und Italien starke kommunistische Parteien. Man versuchte es zuerst durch Repression. Also beispielsweise wurde die KPD in Deutschland verboten. In den USA gab es die McCarthy-Ära, wo Anfang der 50er Jahre zahlreiche Intellektuelle, weil sie die falschen linken Ansichten vertraten, aus ihren Positionen entfernt. Aber so repressiv sollte man am besten nicht vorgehen, wenn man eine Oppositionsbewegung beseitigen will. Dadurch schürt man nämlich eher den Widerstand und gibt dieser Oppositionsbewegung recht. Wenn man jemandem anderen seine Meinung verbieten muss, dann kann es nämlich sein, dass dieser andere reale Probleme anspricht. Und du hast es gerade schon angesprochen, der Liberalismus wurde mitverantwortlich gemacht für den Ausbruch der beiden Weltkriege. In Deutschland sieht man das sehr schön an der Kooperation von konservativen, liberalen Kräften und den Faschisten. Also Adolf Hitler wurde ja nicht zum Reichskanzler gewählt, weil er eine parlamentarische Mehrheit hatte, sondern er wurde erstmal ohne parlamentarische Mehrheit von Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt und hat dann bei den nächsten Wahlen auch keine parlamentarische Mehrheit erhalten, sondern hat mit der konservativen DNVP koaliert. Also in Deutschland sieht man das besonders schön, wie ein Bündnis aus konservativen und liberalen Kräften den Faschisten an die Macht geholfen hat. Die einzigen Parteien, die dem Ermächtigungsgesetz nicht zustimmten, waren KPD und SPD. Beziehungsweise die KPD konnte zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr dagegen stimmen, weil sie als erste in den KZs landete. Nun versuchten die USA nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aber dieses Stigma des Liberalismus irgendwie zu beseitigen und belebten dafür ja eigentlich komplett wirre Thesen wie die Totalitarismustheorie wieder, die annimmt, dass es links und rechts zwei Extreme gäbe und in der Mitte, also beim Liberalismus, eine vernünftige Mitte läge. Und sich diese zwei totalitären Ideologien, also Sozialismus und Faschismus, eigentlich gleichen würden. Also ziemlich wirre These, die sich auch historisch so nicht bestätigen lässt. Aber was nützlich ist, das wird halt gefördert. Naja, aber wie war denn nun die Ausgangssituation? Also was war denn jetzt die Strategie der USA? Hauke Ritz schreibt in seinem sehr empfehlenswerten Essay, den wir auch im angepinnten Kommentar verlinken werden, dazu Folgendes. Um den kulturellen Kalten Krieg zu gewinnen, war es wichtig, dass der Westen selbst progressiv und links erschien. Nur so konnte sichergestellt werden, dass das kulturelle Erbe der Arbeiterbewegung nicht der Sowjetunion und ihren sozialistischen Alliierten überlassen wurde. Zugleich musste das links sein, aber so gestaltet und ausgebeutet werden, dass es in den Kapitalismus integrierbar blieb. Dies bedeutete, dass sich das Linkssein möglichst wenig auf die klassischen Kernfragen der Arbeiterbewegung beziehen durfte. Es ist eine weitgehende Ausklammerung der Eigentumsfrage, der sozialen Frage und der Kritik des Imperialismus bedeutete. Und genau das ist passiert. Die USA gründeten 1950 den Kongress für kulturelle Freiheit, der in vielen Ländern Zeitungen rausgab, Intellektuelle förderte, kurz die Kulturpolitik beeinflusste. Wichtig, wir reden hier nicht von irgendeiner Verschwörung, sondern wir reden hier von ganz offizieller Kulturpolitik der US-Regierung. Dieser Kongress für kulturelle Freiheit hatte dann die Aufgabe, eine Linke zu fördern, die sich nicht auf den Hauptwiderspruch des Kapitalismus, nämlich Arm gegen Reich, Kapitalisten gegen Arbeiter, konzentriert, sondern auf irgendwelche anderen Fragen. Welche war jetzt nicht so wichtig? Damals war eher Umweltzerstörung en vogue und heute sind es eher irgendwelche identitätspolitischen Fragen, die teilweise wirklich eher an Religionsstreitigkeiten als an echte politische Probleme erinnern. So, aber was ist dann passiert? Also, wie manifestierte sich das dann zuerst in Westeuropa? Durch die kulturelle Stagnation, schreibt Taukeritz, kam es dann oder entstand dann ein Nachholbedürfnis. Dieses Nachholbedürfnis traf auf eine zahlenmäßig große Generation junger Menschen und so löste das quasi in den 60ern oder in den späten 60ern eine spontane Dynamik aus, von der anfänglich unklar war, in welche Richtung die sich entwickeln würde. Das sind ja dann quasi diese Studentenproteste aus dem Jahr 1860, ne? Kennt man die 68er-Bewegung. Und ja, man hat es halt quasi geschafft, diese Bewegung für sich zu vereinnahmen und eben, wie du schon gesagt hast, ja, Fragen quasi auf Identitätspolitik umzuwerfen und nicht mehr, ne, auf Klassenkampf oder andere wirklich linke Themen, sag ich jetzt mal. Ja, der Ja, und Kongress wir blieb. sind,
Ja, nee, das war's. Der Kongress für kulturelle Freiheit wurde zwar 1969 schon aufgelöst, aber er hatte auf die Entstehung der 68er-Bewegung einen enormen Einfluss. Also beziehungsweise nicht auf die Entstehung selbst, sondern auf den Fokus, dass die 68er sich mehr auf sexuelle Befreiung oder auf Minderheitenrechte und weniger auf den eigentlichen Hauptwiderspruch des Kapitalismus konzentrierten. Es gab dann zwar also im Nachgang der 68er, in den 70ern ganz viele K-Gruppen oder sonstige kleine linke Sekten, aber keine Massenbewegung, die groß sich mehr für den Sozialismus einsetzen würde, sondern ganz im Gegenteil, es gab einen Marsch durch die Institutionen, dann von den Grünen, von vielen 68ern, die in der SPD aufgestiegen sind, die sich vor allem für Minderheitenrechte, für ja, whatever einsetzten, aber dann trotzdem die Agenda 2010 beschlossen, den größten Sozialabbau der deutschen Geschichte. Und das kann man auch schön unter dem Begriff progressiver Neoliberalismus zusammenfassen, das, was bei SPD und Grünen hegemonial ist. Man tut so, als wäre man progressiv, indem man irgendwelche Minderheitengruppen definiert, die man dann vor seine eigentliche Politik vorschiebt, aber im Grunde eine Politik macht, die nur den Reichen dient. Dieser Begriff progressiver Neoliberalismus ist an sich eigentlich schon ein Oxymoron, da eine progressive Politik sich ja eigentlich für die Mehrheit der Bevölkerung einsetzen sollte, ja eigentlich dafür sorgen sollte, dass es der Mehrheit der Bevölkerung materiell besser geht. Aber irgendwelche Minderheitengruppen vorzuschieben, um ja dann die Mehrheit ärmer zu machen, also und dann eine Regenbogenflagge dran zu hängen, das hat nichts mit links oder mit progressiver Politik zu tun, sondern das ist an sich eigentlich schon ja ein ziemlich seltsames Politikverständnis. In den 70er Jahren hätten die SPD von heute oder die Grünen niemals als linke Parteien gegolten, dass sie, ja, wie gesagt, Politik gegen die breite Mehrheit der Bevölkerung machen. Ja, die Linke Westeuropas ist einerseits zum kulturellen Zugpferd der Globalisierung geworden, schreibt Hauke Ritz weiter, während sie andererseits die soziale Frage, wie schon gesagt, fast vergessen hat und ihren politischen Positionen beinahe ausschließlich von ja, liberalen Standpunkten herleitet. Da jedoch die liberal gewendete Neue Linke, die im Westen während des Kalten Krieges entstanden ist, in Osteuropa erst seit relativ kurzer Zeit existiert, ist die neue Weltordnung der Globalisierung bis heute in Osteuropa noch nicht kulturell verankert. Ja. Ja. Der aktuelle Wertekonflikt in Europa muss somit tatsächlich, wie eingangs vermutet, als Folge und Erblass der kulturellen Dimension des Kalten Krieges angesehen werden. Aber darum soll es vielleicht dann in anderen Video nochmal gehen. Das stimmt. Die Linke, wie sie dann entstanden war, setzte sich der neoliberalen Wende in Westeuropa nur in Frankreich entschieden entgegen und das auch nur 2 Jahre lang. Also selbst Mitterrand knickte nach relativ kurzer Zeit ein und machte dann eine neoliberale Wirtschaftspolitik, von der vor allem die Reichen profitierten. Labour und die Sozialdemokratie, von Labour und der SPD braucht man erst gar nicht groß reden. Diese Parteien führten einen wirklich gravierenden Sozialabbau plus Finanzmarktderegulierung plus Steuersenkung für Reiche durch. Und das hat mit eigentlich linker Politik überhaupt nichts mehr zu tun. Aber diese Linke, die sich auf eine Identitätspolitik beschränkt, lässt sich eben sehr gut ja, für eine neoliberale Politik vereinnahmen. Denn diese Konzentration auf identitätspolitische Fragen lenkt den Blick weg von den eigentlich wichtigen Themen. Und so kann man eine Politik, von der die Mehrheit der Bevölkerung nicht profitiert, mit einem progressiven Anstrich kombinieren. Und das ist mehr oder weniger die Misere, wie wir sie heute sehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut beim Kanal von Zeller vorbei und ciao. Ciao.